Während die meisten Gamer immer schneller, höher und weiter spielen wollen, gibt es auf der Gamescom zum Glück Verweigerer dieses Prinzips. Unser erster Gegentrend lautet, es geht auch mit weniger Bit. Die Retro-Gaming-Ecke in Halle 8 zeigte zahllose Schmuckstücke vergangener Tage, in denen es noch um das Spiel und nicht um die Technik ging. Wertvolle Exponate durften besichtigt, Retro-Computer gedaddelt werden. Und ob man es glaubt oder nicht, selbst in Zeiten von Terabyte und Gigahertz gibt es eine große Anhängerschaft der Retro-Computer. Wir haben Leute kennengelernt, die wirklich seit den Anfängen der 80er Jahre mit diesen Computern arbeiten, spielen, neue Programme erstellen. Also anscheinend hat das einen Flair, dass die Leute sagen, das wollen wir trotzdem, dass es moderne PCs gibt, weiterhin noch benutzen.